Joachim Stabatin, Sie kämpfen, wenn ich das so sagen darf, seit 14 Jahren gegen die Währungsunion, haben jetzt auch vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe geklagt und diese Klage wurde zurückgewiesen. Ist nach diesem Showdown in Karlsruhe Ihre Mission jetzt erledigt? Ja, ich klage nicht gegen die Währungsunion, sondern gegen eine Vorstellung der Währungsunion. Mhm. Das war eine Expedition in unbekanntes Gelände. Da muss man die Expeditionsmitglieder genau prüfen und auch die Ausrüstung. Schön, Sie bleiben im Bild. Und weder das eine noch das andere hat man gemacht. Und genau die Probleme haben wir jetzt. Und wenn Sie sagen, ich hätte verloren, ich habe nicht verloren. Ich kann mich mit diesen Situationen auseinandersetzen. Die Bürger haben verloren. Das war allerdings auch eine schwierige Entscheidung für das Bundesverfassungsgericht. Mhm. Er hat mehr oder weniger ein politisches Urteil gefällt. Und die Bundeskanzlerin hat recht, wenn sie sich bestätigt fühlt. Denn der Kurs, den sie eingeschlagen hat, ist bestätigt worden. Und das, was sie auch zukünftig tun will, ist durch das Bundesverfassungsgericht nicht an die Seite geschoben worden. Mhm. Es hat eine Bestätigung für die Macht und die Kraft. Ja, die beiden Sätze, es sind zwei entscheidende Sätze jetzt drin. Das Parlament, Herr Bosbach, Herr Gabriel, das darf keine Kompetenzen abgeben. Das muss das parlamentarische Hoheitsrecht, das Budgetrecht gegenüber allen Rechten verteidigen. Das Königsrecht wird es genannt. Das Königsrecht, weil das für die Bürger da ist. Mhm. Und der nächste Satz ist, es darf kein